Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zum Spiel Chile gegen die Elfenbeinküste. Das zweite Spiel in der Gruppe H am ersten Spieltag. In der Arena Pantanal. Ja. Ich bin's Tom. Ich werde dieses Spiel für euch kommentieren. Ich, Frank Busch und Manni Breukmann, die sind im Stau stecken geblieben. Deswegen mache ich das, übernehme ich das heute mal. Wie auch schon die letzten Parts. Ich bin mal ruhig bei den Nationalhymnen. Live-Bilder aus. Der Schiedsrichter ist Jasper de Waard aus den Niederlanden. Wir hatten gerade Live-Bilder aus der Elfenbeinküste. Ja, die Aufstellung ist ein 3-4-1-2-System von Chile. Bravo, Silva, Medel, Yara, Isla, Diaz, Aranguiz, Mena, Vidal und noch zwei Sturmspitzen. Die Elfenbeinküste steht in einem 4-4-3 mit Copa, Auria, Bambit, Touré, Bakka, Tiote, Cyril D, Touré, Kalu, Drogba und Gervinho. Ja, bei der Elfenbeinküste wohl die bekannteren Menschen. Aus Chile kommen ja nur zwei sehr bekannte. Oder zwei ja eher bekanntere. Oder es kommen auch noch ein paar aus Chile, die bekannt sind, aber. Zum Beispiel Diaz hier, Marcelo Diaz spielt zum Beispiel beim HSV, also aus der Bundesliga bekannt. Ja, Marcelo Diaz spielt ja beim HSV, ist also aus der Bundesliga bekannt. Und was ist? Und jetzt hier erstmal die Spieleinstellungen. Gut. Egal. Weiter geht's hier mit dem Spiel, weiter geht's mit für Chile. Serie D, Tiote hat hier am Ball, passt auf Kalu. Kalu auf Tiote, der auf Gervinho, aber der kann den Ball nicht kriegen. Oder was Drogba? Ich habe gleich genau gesehen, könnte auch Drogba gewesen sein. Jetzt Bravo mit der am Abstoß. Jetzt Touré, ja. Gervinho, Tiote, pass auf Bokka. Bokka mit dem auf den Kopf von Drogba, aber da kann ich mal nicht. Und jetzt Tiote am Ball. Touré. Irgendwas, aber Bravo gehalten. Eckball für die Elfenbeinküste. Und Bravo hält. Jetzt Abstoß vom Bravo. Auf Vidal. Arturo Vidal, auch bekannt aus der Bundesliga noch damals von Schalke. Spielt bei Juventus Turin. Color. Und der geht auf. Und Bravo. Auf Yara. Auf Diaz. Marcelo Diaz am Ball. Medel. Aranguiz. Vidal. Alexis Sanchez. Gervinho. Aurier. Puriaya. Und jetzt Freistoß für die Chilenen. Alexis Sanchez am Ball. Vargas.
auf Aranguiz. Aranguiz jetzt mit der Bamba. Bamba kann jemand aufhängen. Eckball Chile. Copa. Momentan die Tabelle der, ja, der Gruppe H, Österreich mit 3 Punkten, ja. Und jetzt liegt das Tor für die Chilenen durch Aranguiz, aber es gibt nochmal Eckball. Eckball jetzt hier auf den Kopf von Kalu. Isla. Isla. Isla, aber der geht nicht. Medel. Ture, ja, ja. Auf Aurier. T.O.T. Diaz. Anguiz. Männer. Jetzt Drogba. Didier Drogba. Auf Turia, ja. Der auf Kalu und Kalu mit der Flanke in den Strafraum, aber der geht oben drüber. Jetzt Boka. Auch bekannt aus Stuttgart. Glaube ich. Jedenfalls. Aranguiz. Passt auf Diaz. Marcelo Diaz. Geht doch auf, ja. Marcelo Diaz. QT. Ture, ja. T.O.T. Diaz. Aranguiz. Silva. Und Cyril D. müsste hier, muss ja eigentlich das 1-0 nach diesem Fehlpass vom Bravo. Aber er schießt vorbei. Das hätte das 1-0 sein müssen für die Elfenbeinküste. Aber hier trifft das leere Tor nicht. Serie die. Genau. Drogba. Gervinho. Silva. Aber immer noch Gervinho und mit der Flanke, aber die geht oben drüber. Abstoß. Bravo. Also Chile. 35 Minuten, bis steht noch 0-0. Ture, ja, ja. Aurier. Drogba. Wenn das Spiel so ausgehen sollte, wie es jetzt steht, haben wir Österreich auf Platz 1 der Gruppe H, gefolgt von Chile und der Elfenbeinküste mit 1 Punkt. Ja, und Äquatorial Guinea mit 0 Punkten als letzter. Drogba. Didier Drogba. Kann den Ball noch nicht verwerten. Vargas. Vargas hat jetzt Platz. Vargas hat Platz, aber verdaddelt und Bamba ist da und der Ball geht aus. Eckball Chile. Alexis Sanchez tritt diese Flanke rein und Diaz versucht mal von dieser Position. Aber der ging vorbei. Vidal. Arturo Vidal. Auf Diaz. Marcelo Diaz. Läuft hier, aber Pokas da. Und jetzt hier Isla. Isla passt auf Diaz. Diaz mit der Flanke. Und der Kopfball auf Vargas, glaube ich, war es. Vidal jetzt einmal, aber der kann nicht mehr. Touraille. Drogba. Drogba. Auf T.O.T. T.O.T. jetzt auf Ture. Ja. Wie auch immer heißt. Flanke in den Strafraum und Bravo ist da. Abschluss. 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Und da ist Schluss. Die erste Halbzeit endet 0-0 zwischen Chile und der Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste müsste eigentlich 1-0 führen nach diesem katastrophalen Fehler von Bravo. Tut's aber nicht. Ja.
Weiter geht's mit Halbzeit 2. Anstoß der Elfenbeinküste auf Serie. Serie am Ball. Cutie. Koller. Serie. Serie. Cutie. Cutie am Ball. Auf Aurier. TOT am Ball. Kalu. Auf Drogba. Aber keine Torchance. Alexis Sanchez. Auf Vidal. Arturo Vidal. Aber die Elfmeck ist da. Kalu. TOT. Ture. Ture, ja. Und aus. Abstoß Chile. Freistoß Elfenbeinküste. Bamba. Auf TOT, der jetzt im Strafraum passt auf Kalu und Rangu ist es da. Jetzt wieder Kalu. Auf den Kopf von Drogba, aber der kann den Ball nicht reinmachen. Silva. Bravo. Medel. Vargas. Vargas. Bamba ist da. Auf Kalu. Kalu. Läuft jetzt hier. Aber Yara, da. Serie D. Serie D. Serie D. Serie D. Muss doch abziehen. Und verdaddelt. Bravo, Star. Alexis. Alexis Sanchez. Vargas. Aber die Elfmeinküste unten bei mir. Die ist dabei. Auf Aranguiz. Vidal. Isla. Alexis, 62 Minuten gespielt. Boca. Coppa. Mit dem Pass direkt auf Vidal Fuß. Der zu Vargas. Vargas. Was macht Vargas? Er verspielt. Aber TOT ist da, Mena. Aber. Ball ist raus. Serie die am Ball. Jevinho. Alexis. Jevinho. Isla jetzt am Ball. Isla konnte sich jetzt den Ball holen. Silva. Silva auf Vidal. Arturo Vidal. Der muss doch abspielen mal. Da. Auf Aranguiz. Yara. Ture, Ture, ja, ja. Drogba, Didier Drogba. Aurier. Kalu. Auf Ture, ja, ja. Und das muss doch das 1:0 sein für die Elfenbeinküste. Jevinho trifft das leere Tor nicht. Ich glaub das nicht, du. Jevinho trifft das leere Tor nicht. Jetzt die ersten Wechsel bei Chile. Mina geht raus und Buseor kommt. Yara am Ball. Auf Buseor. Aber auch hier ist da. Vargas. Jetzt gibt es Freistoß für die Chilenen. Jetzt in den Strafraum und da ist Bamba. Alexis Sanchez. Ja, ja. Jevinho. Tiute. Drogba.
Auf Aurier. Aurier immer noch am Ball. Flanke in den Strafraum. Da ist Kalou und dabei geht's aus. Und es war Drogba geht und Boni kommt. Und es war kein Eckball. Ich habe nicht genau gesehen, ob der Chilien da noch am Ball war mit. Aber nein, war nicht. Ja, halt am Ball. Diaz. Vidal. Isla. Isla. Isla hat da Platz. Jetzt die Flanke in den Strafraum, das Alexis und der schießt vorbei. Bis jetzt ein sehr ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Beide haben Chancen, beide verwerten sie nicht. Abstoß. Elfmeister ist noch 10 Minuten zu spielen. In diesem durchaus guten Spiel trug gerade nur kein Tor fallen. Bravo, auf Medell. Diaz. Aranguiz. Vargas. Aranguiz. Jara. Vargas. Diaz. Marcelo Diaz. Auf Isla. Alexis. Alexis Sanchez. Mit der Flanke in den Strafraum. Nein. Jetzt aber. Vidal. Nein. Aber Vargas. Ich hab nicht genau gesehen. Ich hab's verwagt. Serie Die. Serie Die. Am Medellista. Diaz. Isla. Alexis. Aranguiz. Aranguiz. Passt auf! Niemanden, denn. Wie kommt da? Wilfried. Wilfried. Wilfred. Wilf, keine Ahnung was. Mendel. Mietel. Mietel. 19 Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt noch mit der Elfenbeinküste. Mit dem vielleicht letzten Angriffsspiel über Jahresdach. Diaz. Alexis. Vidal unterpfeift da ab. 0:0 endet das Spiel zwischen Chile und der Elfenbeinküste. Ja. Beide hatten gute Chancen. Beide haben sie nicht genutzt. Tabellenstand Österreich vor Chile und der Elfenbeinküste. Ecuador, Guinea, letzter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.